Bitte sei hier, bitte sei hier! Hallo und herzlich willkommen, ich bin Appendix und ich begrüße euch zu Spider-Man. Und ja, wir gehen mal in unser Apartment rein. Na los. Dankeschön. Ach, verdammt. Miete zu spät gezahlt, hä? Oder gar nicht? Empire Sanitation, Eddie am Apparat. Ja, hi. Ich versuche ein paar Sachen zu finden, die versehentlich aus einem Container vor meinem... Containernummer? Moment. Route 33, der Laster ist schon durch. Wenn Ihr Zeug nicht da ist, haben Sie Pech. Halt, halt, bitte. Es ist wichtig. Wissen Sie, wo der Laster jetzt ist? Mal gucken. Okay, er sollte im Parkhaus stehen. Ecke Bowery und Grant. Okay, danke, Eddie. Parkhaus, Bowery und Grant. Kein Problem. Okay. Auf alles andere kann ich verzichten. Aber ich muss meinen Spidey-Stick finden. Ja, wir brauchen einen Spidey-Stick. Einen kleinen Speicherstick in einem 30 Tonnen schweren Müllwagen zu finden. Die Forschung mehrerer Jahre ist auf dem Stick. Alles, woran ich seit der Highschool gearbeitet habe. Aber schön, dass er auch so einen Namen hat. Spidey-Stick. Was war das denn jetzt? Spidey-Stick. Könnte auch so eine kleine perverse Andeutung sein auf seinen Stick, hä? Hey! Natürlich abgeschlossen. Die Leute könnten ja den Müll stehlen. Vielleicht komme ich anders rein. Ja klar, übers Dach. Mein Gott, so wie immer. Da. Wenn ich nichts kaputt mache, ist das auch kein Einbruch. Okay, kein Grund zur Panik. Vielleicht haben Sie den Müll noch nicht abgeladen. Nada. Jetzt ist Panik angesagt. Empire Sanitation, hier ist Eddie. Sorry, ist es möglich, dass der Laster gar nicht im Parkhaus steht? Klar, ist möglich. Er kann überall im Westen von Chinatown sein. Sehr gut, dann mache ich mich auf den Weg. Hey, es ist nur eine Vermutung, aber die Jungs holen sich oft eine Pizza, bevor sie abladen. Echt? Ich werde bei den Pizzaläden nachsehen. Eine Idee, in welchem sie sein könnten? In irgendeinem kleinen Laden in der Nähe. Jerry's? Nein, zu weit nördlich. Ich meine das alte Jerry's. Oh, ach so. Nein, irgendwas mit L, glaube ich. Larry's? Ist an der East Side. Leo's. Leo's? Ja, da... Moment, ich glaube, ich sehe die Laster. Danke, Eddie! Kein Thema. Ich hoffe, Sie finden Ihre Sachen. Es müssten einige Laster in der Nähe sein. Nein, mein Zeug ist nicht hier. Hier muss irgendwo ein anderer Laster sein. Hey, hat man doch schon gesehen. Sieht gut aus, Spidey. Keine Spur von meinem Müll, aber... Was für ein interessanter Geruch. Eddie, Sie sind meine einzige Hoffnung. Noch immer nichts, was? Sind Sie sicher, dass Sie hier sind? Die Jungs haben wohl die Route geändert wegen der Osborne-Kundgebung. Wenn der Laster der Route 35 ihren Müll abgeholt hat, ist er vielleicht gerade an der Müllverbrennungsanlage. Müllverbrennungsanlage? Drüben bei der Manhattan Bridge. Beeilen Sie sich besser. Okay, jetzt ist Eile angesagt. Sonst ist der Spidey-Stick auf ewig weg. Ich finde immer noch, das klingt irgendwie pervers. Der Spidey-Stick.
Los, los. Ey, da die ist Verbrennungsanlage. Da ist doch einer vor uns. Zu spät. Hallo. Oh oh, sieht nach Ärger aus. Hilfe! Arschgeigen. Danke, Spider-Man. Alles okay? Ja, danke. Diese Gang hat in letzter Zeit die gesamte Nachbarschaft terrorisiert. Vermutlich werden noch mehr herkommen. Ich werde aufpassen. Hey, kann ich ein paar persönliche Sachen raussuchen? Ja, klar, nur zu. Ich mache mich an den Schadensbericht. Da ist etwas. Ich muss die Säcke wegräumen. Hier muss er sein. Aha, da sind sie. Bitte sei hier, bitte sei hier. Ja. Ich hoffe, er funktioniert noch. Ist wohl noch alles da. Sieh mal einer an. Ein alter Prototyp. Sieht fantastisch aus. Warum habe ich ihn nicht fertiggestellt? Ich glaube, das könnte gehen. Die Netzbombe. Nice. Mehrere damit einspinnen. Geiles Scheiße. Große Waffen. Entrissene Waffen mit Wucht auf Gegner zurückzuschleudern. Was ist das? Spinnrad. Okay. Letztes Gefecht. Verlangsamt die Zeit, bevor du einen tödlichen Treffer erhältst. Okay. Ja, Netzschwinger wollte ich noch nicht so wirklich. Ich wollte erstmal hier irgendwie ein bisschen weiterkommen. Lautlose Takedowns. Machen wir mal. Geräte. Warum kann ich... Ah, das hier habe ich schon. Anzüge. Ich habe... Ah, ich kann hier was Neues. Reaktive Linsen verringert den Effekt von Blend- und Betäubungsgranaten. Das klingt nice. Vernetzte Angreifer. Netzangriffe generieren mehr Fokus. Verbrechensmarken. Brauche ich noch 3. Okay. Das hier will ich als nächstes. Erhöht die vom Fokus geheilte Menge. Das will ich unbedingt haben. Geschafft! Da ist der Typ, der sich für Spider-Man hält. Oh. Kaltstellen! Bam, Junge. Schluss mit dem Spielchen. Ich glaube, er ist uns überlegen. Okay, nun ja, der Abend läuft nicht wie geplant. Wo soll ich schlafen? Ich könnte das bei MJ versuchen. Oh. Nach MJ? Echt jetzt? Du bist echt verzweifelt, ha? Zu der Ex. Okay. Wie überzeuge ich MJ, mich auf ihr Sofa zu lassen? Oder in ihr Bett. Ja, auf jeden Fall ins Sofa. Hi MJ, ich bin's, Peter. Könnte ich vielleicht heute nach... Oh, das ist zu formell. MJ, ich war gerade in der Nähe und... Oh, das ist echt lahm. Hey MJ, da wir jetzt wieder reden, dachte ich... Okay, das klingt erbärmlich. Solltest du langsam Warum was überlegen? Warum mache ich so eine große Sache daraus? Wir sind nur Freunde, stimmt's? Freunde pennen öfter mal auf dem Sofa. Daran ist nichts merkwürdig oder so. Es ist nur ein Sofa.
MJs Sofa. Was denke ich da gerade? Eine Benachrichtigung. Anscheinend wurde MJ's Story gerade veröffentlicht. Ich werde einen anderen Schlafplatz finden. Sie hat wahrscheinlich zu viel zu tun. Okay. Also nicht MJ. Wenn Harry hier wäre, könnte ich bei ihm pennen. Schlechte Abdeckung hier. Ich muss mehr Türme aktivieren. Jupp. Bin ich gerade dabei. Irgendwo hier muss einer sein. Sprachnachricht für mich. Unterdrückte Nummer. Hallo, Spinne. Lang nicht gesehen. Fehl ich dir? Komm zu der Adresse. Fang mich, wenn du kannst. Oh oh. Die Stimme kenne ich doch. Hey, before you go, can you sign for me? Aufgedeckt. So. Wo soll ich denn jetzt hin? Ach da. Was ist das? Ah, ein Fisk-Versteck. Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Stimme hat mir gar nichts gesagt. Sieh mal einer an. Die Hälfte der Verbrechenstürme laufen wieder. Wenn Spider-Corp sich darum kümmert, wird der Job auf Biegen und Brechen. Nein, nein, nein. Nein. Sie würde es nie zugeben, aber der Chief kann sich für Spider-Corp langsam erwärmen. Seine lässige Missachtung jeglicher Vorschriften war höchst erfrischend. Das würde sie noch merken, eines Tages. Der ist echt freaky drauf. Hab die Elektriker-Handschuhe in meinem ersten Kampf gegen Electro benutzt. Daher habe ich die Idee, mein Kostüm zu isolieren. Und das hat mir nicht nur einmal den Hintern gerettet. Sehr schön, dass du solche Ideen hast. Ich muss mich noch einmal gegen falsche Anschuldigungen von MacDonald, MacGargan, alias Scorpion wehren. Wie bereits dargelegt, habe ich das Experiment, ihm übernatürliche Stärke, Tempo und einen Cyborg-Schwanz zu verleihen, finanziert. Wir wollten einen Anti-Spider-Man erschaffen, der keine Bedrohung ist und Quergeister stoppt. Ich wusste nicht, dass er irre ist. In seinem Lebenslauf stand... Hallo, Spinne. Ich muss oft an dich denken. Wir waren ein gutes Team, oder? Wir sollten die Funken wieder sprühen lassen. Black Cat. Sag bloß, sie kundschaftet Orte für Überfälle aus. Sie hat versprochen, damit aufzuhören. Was hat sie sich angesehen? Ist irgendetwas nicht an seinem Platz? Ich soll etwas finden. Ich muss ganz genau hinsehen. Da! Eine ihrer Katzen. Sie rüstet sie mit Reichweitenvergrößerern aus und greift die nächsten Signale ab. Yuri soll sie abholen. Felicia ist so klug, sie würde sich damit nicht in Gefahr bringen. Sie wirkt irgendwie verzweifelt. Ich halte die Augen offen. Okay. Du hältst die Augen auf. Hey Yuri, du hast doch noch Black Cats Anzug und Ausrüstung in der Asservatenkammer, oder? Ich glaube schon. Warum? Ist sie wieder da? Kann sein. Sieh noch mal nach und sag Bescheid, ob ihre Ausrüstung noch da ist. Mach ich. Thank you.
Hey May, du rufst spät an. Was gibt's? Ich dachte, wir wollten heute gemeinsam essen. Oh, richtig. Tut mir leid, das habe ich vergessen. War ein harter Tag. Wir haben den Zuschuss verloren. Oh, Peter, das tut mir leid. Außerdem bin ich aus meiner Wohnung geflogen. Was? Weißt du, wo du heute Nacht schläfst? Eigentlich nein, nicht so richtig. Es ist mir etwas peinlich, aber habt ihr Platz im Asyl? Natürlich. Du kannst ruhig die Couch in meinem Büro benutzen. Danke, May. Noch eine Kamera. Das muss Black Cat sein. Bist du eifersüchtig auf meinen anderen Mann? Das hoffe ich. Aber ich stehe nicht auf böse Jungs. Ha! Warum tust du das, Felicia? Du weißt, dass ich dich kriege. Okay, okay. Pack. Bau. Alle Einheiten benötigen sofort Verstärkung. Dämonen schießen auf Polizei. Der Ort ist South of Houston. Cooles Fenster. Aber ich habe immer das Gefühl, dass da drin irgendwas Seltsames abläuft. Okay. Irgendwas Seltsames. Wir werden es herausfinden. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst die Kommentare. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.